In deutschen Wohnzimmern, da herrscht, sagen wir mal, konzentrierte Spannung wegen dem neuen Serienhit. Die K-Frage. Sie wissen schon. K wie Kampfpanzer. Liefern wir oder liefern wir nicht? Bei solchen Fragestellungen, da ist es gut, wenn man einen Regisseur hat, der eine klare Vorstellung hat. Ich habe eine klare Vorstellung. Unser Olaf Scholz ist in der Hinsicht ein kultiger Glücksfall. So eine Art Alfred Hitchcock der Bundespolitik. Angenommen, das Publikum will unbedingt wissen, wie es weitergehen soll, dann wird es sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll. Wer sich auskennt, weiß, sehr schnell ist eine eher relative Angabe. Menschliche Evolution geht ja beispielsweise im Vergleich zur Erdgeschichte auch sehr schnell, kann aber ein paar hunderttausend Jahre dauern. Ich habe keine Ahnung und bin natürlich auch, oder wie wir alle, sehr gespannt. Auch für krasse Scholz-Fans wie die Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist das kaum auszuhalten. Denn Scholz-Inszenierungen leben vom Minimalismus. Die Schlüsselfrage ist ganz einfach. Liefern wir die verdammten Kampfpanzer und wenn ja, wann? Wir wissen ja gar nicht, warum er so zögert. Und genau in so einem Moment, wenn die Luft vor Spannung knistert, dann bringt Regisseur Scholz Figuren wie den Boris Pistorius ins Spiel. Sie stehen in Jacke da, ich nicht, mein Mantel ist irgendwie abhanden gekommen. Experten sprechen hier vom Comic Relief. Er bringt Humor ins Spiel und macht's noch mal spannender. Und wenn die Entscheidung dann noch ein, zwei Tage dauert, dann ist das eben so. Noch ein, zwei Tage. Bei einem Mystery-Thriller wie diesem ist das... Das ist die letzte Patrone. Nein, das ist wieder was mit K. Ein Entschuldigung. Cliffhanger wie aus dem Bilderbuch. Und wenn dann auch noch heute Abend gespoilert wird, wie es weitergehen soll... Ach Leute, es bleibt spannend.